Ja, komm, komm, die, komm. Ich will weiterkommen, ich will in den Recall. Ja, komm in den Recall. Hallo liebe Freunde der Dichtkunst, mein Name ist Bastian Bielendorfer und herzlich willkommen zu Bratwurst im Baklava International. Mit mir, Bastian Bielendorfer, Autor und Comedian. Und der Typ, der bei Wer wird Millionär nur 32.000 Euro gewonnen hat. Ich bin heute hier mit meinem türkischen behaarten Freund mit dünnem Haar, Özcan Klosler. Es macht wirklich Spaß hier bei Bratwurst und Baklava International, weil wir bekommen Speisen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Speisen. Aus über 195 Ländern und ihr dürft erraten, wo das ist. Was für ein Bastard. Und wir erraten das dann auch. Und falls ihr ein bisschen neugierig seid, dann könnt ihr unten in die Beschreibung gehen. Beschreibung. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Nein, ich spreche ja. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist Zeit für den ersten Gang. Es rollt. Bevor wir starten, mein Herz macht zunächst mal einen Sprung, dass ich ihm wieder dienen darf. Und wir starten unsere kulinarische Reise mit einem Gericht, das Ihnen hoffentlich das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Aber Herr Basti, bitte nicht so viel davon, sonst muss ich wieder das Putzzeug holen. Das ist aus Blut, ja, gell, ihr Fickfehler? Ihr Fick. Ist das aus Blut? Fick dich. Fick dich. Nein, nein, nein. Ekel. Blut? Ekel. Nein. Nee, bei Blut. Blut? Nein, Blut nein. Nein, bei Blut nein. Blut nein. Blut, nein, bei Blut nein. Hallo, du hast einen Vertrag unterschrieben. Aber wir können auch deine Gage verdoppeln, wenn du möchtest. Nee, ich esse es. 10 Euro. Basti, nein, Digga. Ich glaube nicht, dass es Blut ist. Doch, das ist Blut. Das so riecht nach Blut. Vielleicht ist es auch nur ein Brustimplantat von... Sag's lieber nicht, sonst kriegst du wieder eine Anzeige. Richtig. Vielleicht ist es ein Brustimplantat von jemandem, der nach Dubai gezogen ist. Grüße gehen raus an alle Fußballergattinnen. Das sieht aus, als hätte ein Alien schwarze Materie geschissen. Also Leute, wir wissen nicht, was das ist, aber man kann es gut schneiden. Das ist Blut. Ja, komm her jetzt. Bro, ich habe gerade wirklich gekotzt. Ich habe richtig Ich habe es nicht mal gegessen, ich habe richtig gekotzt. Er hat wirklich gekotzt gerade. Und der Shawarma war so teuer, Alter. Aber was ist denn passiert? Es ist irgendwas richtig Ekelhaftes, Digga. Okay, wir machen Deal. Ich esse es nicht. Ey, Basti, ich habe so schon gekotzt. Wir machen Deal. Ich guck da rein. Okay, ich guck da rein. Und ich bin ehrlich. Wenn da irgendwas mit Blut steht, muss es nicht essen. Alter, der Typ labert nur Scheiße, Alter. Aber egal. Ihr habt währenddessen die Möglichkeit zu abonnieren. Und nicht auf dieses... Weißt du, ich weiß, dann die Cobra ist so und die Cobra hat das gesagt. Ich guck rein? Nein! Nein, wir gucken nicht. Guck mal, du bist so ein Wichser. Ja, ess es doch mal. Ja. Ess? Nee, Mom, ich ess es. Nee, Mom, ich ess es. Mom, Mom. Nee. Ich hab grad richtig gekotzt. Ich ekle mich grad vor mir selber. Nee, Basti, fick dich. Doch. Ich mach's nicht. Basti, ich wirklich. In deinem Gesicht. Ich hab gekotzt. Ja, ich weiß. Denk an den Schwanz von der Tabu. Ja, komm, komm, die, komm. Ich will weiterkommen. Ich will in den Recall. Ja, komm in den Recall. Piept einfach den Namen, dann werden wir nicht verklagt. Und das wegen Graschili. Es ist einfach nur Wasser, es ist nur Flüssigkeit aus der Pflanze, es ist gar nichts. Scheiß auf diese Pflanze, Alter. Graschili ist in dem gesuchten Land ein traditionelles Dessert auf der Basis einer Pflanzenart aus der Familie der Lippenblütler. Dieses Dessert ist besonders als kühlender Snack im heißen Sommer beliebt. Graschili kann auch mit Wasser, Sirup, Limonade oder Sojamilch vermengt. Sie kennen dein Graschili, Lan, Alter. Halt deine Fresse, Alter. Es ist mir nicht ganz klar, wer das aus irgendeinem Grund auch immer jemals als Snack essen könnte. Es hat gar keinen Geschmack. Gar keinen Geschmack. Boah, mir ist gerade so schlecht, Alter. Es hat nicht mal einen Grund. Also es riecht leicht. Wenn man es merkt, riecht es wirklich nach Gras? Halt deine Fresse, das riecht nach Gras. Halt's Maul. Nächstes Essen. Da kommt der Kopf deiner Stiefmutter. Das ist ein wunderbares Hilfsmittel. Vielleicht wird es Ihnen dazu dienen, wenn Sie sich an einem kalten Wintertag, abends vor dem Kamin, bei Let It Snow, so zusammen in einer Decke einrollen wollen und kuscheln wollen. Wenn Sie etwas brauchen, ein Hilfsmittel, müsste hier drin sein. Es handelt sich um ein sehr kaltes Land. Ja, glaube ich auch. Was ist das? Ah.
Sieht aus wie das beschissenste Puppentheater aller Zeiten. Nee, warte, ich hab's falsch rum gemacht. Guck, das sieht aus wie so ein riesiges Gesicht. Nee, warte, man muss das so rum. Wahrscheinlich, wenn du irgendwo lebst, wo es richtig kalt ist. Aber du hast noch Löcher seitlich. Kommst du mit deinen kleinen Händen da überhaupt rein? Wenn sie kalt ist, dann bist du dann so. Aber was mit deinem Arsch? Der friert dann ab, oder was? Was machen Nazis, wenn sie das tragen wollen? Komm, umarme. Stimmt, guck mal, das ist, wenn du... I just call to say I love you. Halt deine Fresse, Alter. Aber es hält übel warm. Genau so. Ach so, ist das wie so ein Superman-Suit und dann musst du das in meinen Kopf machen. Und dann... Jetzt komm mal wieder raus. Oh, fuck. Scheiße. Ja, das ist für Leute wie dich. Ich komm da wirklich nicht wieder raus. Ja, ich weiß doch. Geh mal, warte, Moruk, du wirst gleich ohnmächtig. Moruk, locker lassen. Jean-Pierre. Du musst jetzt sagen, ich habe das Essen vorbereitet. Très chic. Ich weiß nicht, also, was es ist. Es wird irgendwas sein zum Wärmen, aber es passt ja von der Position überhaupt nicht. Es hat da eine Tasche. Die Arme sind zu kurz. Das kann man auch nicht ausfahren oder so. Ich habe keine Ahnung, ich bin sprachlos. Okay. Haben wir einen Briefumschlag? Es ist irgendeine Wärmedecke oder sowas. Ja, aber es ist doch Moruk. Das ist eine Rollerdecke. Diese stylische Decke sieht nicht nur super aus, sondern erfüllt auch noch einen Zweck. Und zwar dient ihre Form dazu, sich die Decke auf den Schoß zu legen, sodass man auf dem Roller keine kalten Beine oder Arme riskieren muss. In dem gesuchten Land erblickt man sie auf der Straße häufig, denn so bleibt alles auch bei schnellem Tempo dank der Rollerdecke muckelig warm. Hinein. Was mit deinem Rücken? Ja, aber du hast ja Fahrtwind. Das ist, und dann, wenn du nass wirst, weißt du, also das ist ein Land, in dem es kalt ist, oft regnet und wo die Schneider einfach richtig dumm sind. Ich habe eine Vermutung. Oh nee, Alter. Lass mich raten, ist was zu essen. Das Auge isst ja bekanntlich immer mit. Bei dieser Speise allerdings erfreut sich das Auge so wenig daran, wie an Herrn Bastis Kostümen bei seinen Ausflügen in die Welt des Tanzes. Der hat dich gerade wohlbekommt's. Aber mit zwei Fingern, ey. Danke, Rudi. Was ist das? Ich esse irgendwas richtig Totes, ey. Kann das sein, dass es sowas wie ein Palmherz ist oder sowas? Wie du das immer in Hass dann so ausspuckst, finde ich gut. Weißt du, was hart ist? Alles Ekelhafte, was wir hier essen, ist ekelhaft und schmeckt gleich. Das schmeckt ekelhaft einfach nur. Warum muss man was essen? Ekelhaft. Das sieht aus wie so ein verschlossener Darm. Du, warum sagst du das jetzt? Das sieht aus wie ein verschlossener Darm. Ja, wahrscheinlich ist das ein Darm. Es schmeckt nach absolut nichts. Also es hat keinen Eingeschmack, außer es ist irgendwie... Ihr Wichser. Was ist das? Ihr seid einfach auch die Kameraleute. Dreckspack. Guckt ihr euch das an und sagt, haha. Wenn man Menschen Geld gibt, machen die das. Tofu-Haut. Was? Bei dem Volk der Tofus handelt es sich um Menschen. Tofu-Haut? Tofu-Haut. Beim Kochen von Sojamilch bildet sich eine Art Schicht auf der flüssigen Oberfläche. Okay. Diese wird abgehoben und über Stangen getrocknet. Das Resultat ist die Tofu-Haut, die in dem gesuchten Land in der vegetarischen Küche eine wichtige Rolle spielt. Je nach Form und Beschaffenheit muss so Tofu-Haut vor Verwendung einige Stunden eingeweicht werden. Hört mal zu, liebe Vegetarier. Tofu, okay, warum die Haut? Warum? Ich verstehe es nicht. Ist wie Puddinghaut, ne? Kennst du Puddinghaut? Mmh, schön Puddinghaut. Hör mir mal zu, es gibt eine Theorie. Ja. Alle, die Haut essen, sind am Arsch, Alter. Puddinghaut, Tofuhaut, dein Gesicht ist out. Verstehst du? Aber Digga, warte mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Nun, meine Herren, haben Sie sich entschieden? Ich darf Ihnen einen Tipp geben. Es ist nicht das Disneyland. Boah, es ist echt schwer. Legoland? Vielleicht. Okay. Es ist... Digga, weißt du, welches Land das ist? Nee. Ich glaube, das ist China. Weißt du auch, warum? Ich sag dir's, ich bin nicht so wie du. China hat auch Regionen, in denen es sehr kalt ist. Deswegen auch diese kitschige Rollergeschichte. Diese Gelee-artige Geschichte. Dadurch nutzt du Gräser. Da gab es ja auch viel Armut und alles. Und Tofu und so ist auch sehr vertreten in der chinesischen Küche. Ich sag Mongolei. Herr Öttchen hat soeben die chinesische Mauer erklommen, die Sie nicht geschafft haben. Gib es doch nicht!
Who let the dogs out? Ich. Es steht jetzt 13-1 für mich. Danke für dein Wissen, Özcan Kosa. Es ist schön, dass du mich immer daran teilhaben lässt. Das ist kein Problem. Auch wenn ihr richtig geraten habt, dann könnt ihr jetzt mitmachen. Was für ein Bastard. Dann abonniert diesen Kanal. Auf X-Hamster gibt's die OnlyFans-Variante mit mir und Özcan Kosa und einem Eimer voll Metz.